Wir sprechen über Christian Morgenstern. Ein 20-Jähriger verschwindet spurlos nach einer Silvesterparty im Jahr 2019. Aber als seine Leiche gefunden wird, kommen mehr Fragen als Antworten auf. Was ist mit Christian Morgenstern passiert? Warum gibt es so viele Ungereimtheiten und rätselhafte Ereignisse um seinen Tod? Aber vor allem, wie kann die Polizei trotz allem von einem Suizid ausgehen? Christian Morgenstern wächst mit seinen Geschwistern im sächsischen Leisnig auf. Er wird von seinen Freunden als humorvoll, hilfsbereit und lebenslustig beschrieben. Aber er gilt auch als der ruhigste unter seinen Freunden. Und wenn es allerdings um seine Lieblingsthemen, Politik, Umwelt und Philosophie geht, blüht er auf und er redet gern und viel darüber. 2018 sind die beiden ältesten Kinder der Morgensterns bereits ausgezogen und nur der jüngere Bruder lebt noch bei den Eltern und der 20-jährige Christian ist nach Bernburg zum Studieren gezogen und dort lebt er in einer Zwei-Zimmer-Wohnung und studiert Landschaftsarchitektur und Umweltplanung. Er hat Spaß im Studium und bereits Anschluss zu seinen Kommilitonen gefunden, aber an Weihnachten 2018 versammelt sich die ganze Familie in Leisnig bei seinen Eltern, Susanne und Dirk Morgenstern. Seine Eltern verdienen gut, sein Vater hat eine Baufirma und das Haus der Familie steht im sogenannten Leisnicher Neu-Beverly Hills. Am 20. Dezember 2018 kommt Christian bei seiner Familie an, aber lange hält er es dort nicht aus. Er fährt nach Dresden zu einem Cousin, und mit dem er dann gemeinsam auch ein Konzert besucht. Und einen Tag danach fahren die beiden zum Skifahren nach Tschechien. Und auf Bildern lächeln die beiden und nichts deutet darauf hin, dass es Christian schlecht gehen würde. Am 23. Dezember 2019 ist Christian dann zurück bei seinen Eltern in Leisnig. 18 ist Christian zurück bei seinen Eltern in Leisnig. Die Weihnachtsfeiertage stehen bevor und die Familie Morgenstern verbringt Weihnachten zusammen. Alles ist harmonisch. Christian wirkt fröhlich und ausgelassen, wie alle es von ihm gewohnt sind. Und seine Schwester sagt später in einem Interview darüber, Zitat: "Mein Bruder und ich waren uns sehr nah. Nichts sprach in diesen Tagen für Depressionen oder dafür, dass er Probleme hat. Er war nicht verändert und hat sich nicht von uns zurückgezogen und auch nicht in den Wochen zuvor." Nach den Weihnachtsfeiertagen will Christian dann die Zeit mit seinen Freunden aus der Heimat verbringen. Für den 28. Dezember ist er mit ihnen zu einer LAN-Party verabredet. Und die Party findet bei einem Kumpel von Christian statt, der nur wenige hundert Meter vom Haus der Morgensterns entfernt wohnt. Und zu acht wollen sie bis Silvester die Zeit mit Zocken verbringen. Sein Vater hilft Christian dann auch noch, den PC ins Auto zu laden. Und danach verabschieden sie sich. Und es ist das letzte Mal, dass seine Eltern Christian sehen. 3 Tage verbringt Christian mit seinen Freunden. Sie trinken Bier, essen Pizza und Döner, spielen Computerspiele, hören Musik und nichts wirkt anders als sonst. Und auch auf seine Freunde macht Christian einen ganz normalen, fröhlichen Eindruck. Dass Christian Kontakt zu Drogen gehabt haben könnte, schließen seine Freunde aus. Und am Tag vor Silvester schreibt Christians Vater seinem Sohn noch eine WhatsApp-Nachricht um 12.16 Uhr, Zitat: "Hallo Christian, willst du in den Sommerurlaub mitkommen? Gruß Papa." Gegen 18 Uhr ist Christian noch einmal kurz zu Hause, um seinen Computer vorbeizubringen und zu duschen. Und danach versucht er, seinen Vater anzurufen, der nicht zu Hause ist. Aber der überhört sein Handy und Christian bricht wieder zu seinem Freund auf. Um 21.03 Uhr schreibt Christian ihm deshalb: "Ich fahre mit in den Sommerurlaub." Und auch den Silvestertag und Abend verbringt Christian Morgenstern mit seinen Freunden am Partykeller seines Kumpels. 25 Freunde feiern dort, sie spielen Gesellschaftsspiele, trinken, hören Techno, brechen schließlich um 23.30 Uhr dann auch zum Marktplatz auf. Und pünktlich um 0 Uhr lassen sie dort Raketen steigen, sie stoßen mit Sekt an. Und 2 Stunden bleiben sie auf dem Marktplatz, bis sie dann wieder den Weg zum Haus von Christians Freund antreten und gegen 2 Uhr kommt dann die große Freundesgruppe an einem älteren Ehepaar vorbei. Der Mann hat Probleme mit dem Laufen und deshalb bieten Christian und eine Freundin dem Paar an, sie nach Hause zu begleiten. Und sie helfen ihm über die Fußgängerbrücke, die über die Mulde führt, und als Dank steckt die Frau ihnen dann noch einen 5-Euro-Schein zu. Diese Frau sagt später in einem Interview,
dass Christian sehr nett und fröhlich in der Silvesternacht auf sie gewirkt hat und er keinesfalls stark alkoholisiert war. Und auch seine Freunde geben später an, dass Christian über den Abend verteilt nur ein paar Bier getrunken hat und nicht betrunken war. Die Silvesterparty wird dann im Partykeller des Freundes weitergeführt und eigentlich soll Christian dort auch übernachten. Dafür hat er dann auch extra eine große Sporttasche mitgenommen. Aber dann passiert etwas Merkwürdiges in der Nacht. Christian Morgenstern will um 3.45 Uhr plötzlich aufbrechen. Es gab keinen Streit bei der Party oder einen anderen Grund, warum Christian gehen sollte, weshalb sich seine Freunde dann auch wundern, dass er Hals über Kopf dann doch nach Hause will. Und er wirkt auf sie gehetzt und so, als ob er unter Zeitdruck stünde. Er wartet auch nicht auf die Freunde, die dann eigentlich mit ihm zusammen gehen wollen. Er bricht allein in die Neujahrsnacht auf und was dann passiert, ist bis heute ein Rätsel. Christian läuft nur 7 bis 8 Minuten vom Haus seines Freundes zum elterlichen Wohnhaus. Und dort muss er in der Nacht auch noch einmal gewesen sein, denn am Morgen des 1. Januar 2019 steht seine Sporttasche im Carport bei seinen Eltern. Warum und wohin Christian dann aufgebrochen ist, das weiß keiner. Gegen 9 Uhr am Morgen sieht zum ersten Mal ein Passant auf der Fußgängerbrücke über die Mulde dann eine Jacke liegen. Zwischen Böllerresten liegt sie genau in der Mitte. Und gegen 11.30 Uhr hebt ein Anwohner schließlich die Jacke auf und er bemerkt sofort, dass die Jacke ungewöhnlich trocken dafür ist, dass es die ganze Nacht geregnet hat. Lange konnte sie also dort nicht gelegen haben. Und ihm fällt aber noch etwas anderes Seltsames auf, denn unter der Jacke liegen Karten und Ausweise auf dem Boden. Darüber ist die Jacke wie eine Decke ausgebreitet. Währenddessen findet um 12.30 Uhr Christians Vater dann die Sporttasche seines Sohnes im Carport und er geht davon aus, dass Christian oben in seinem Zimmer schläft. Dass jemand anderes die Tasche dort abgestellt hat, das ist auszuschließen, denn das Grundstück der Morgensterns ist mit einer Mauer und Zäunen abgesichert und außerdem hätte der Hund der Familie bei einem Fremden angeschlagen. Aber dass der Sohn im Haus ist mit diesem Gedanken und dass er schläft, der hält nicht lange, denn um 12.45 Uhr klingelt das Telefon bei den Eltern. Und der Finder von Christians Jacke und seinen Dokumenten ist am anderen Ende der Leitung. Daraufhin schauen die Eltern dann auch im Zimmer ihres Sohnes nach und sie bemerken, er ist nicht zu Hause und das Bett ist unbenutzt. Panik macht sich in der Familie breit, sie suchen alles ab, sie telefonieren Christians Freunde durch, aber niemand ist bei ihrem Sohn. Und sie gehen zur Fischerdorfer Brücke, wo die Jacke von Christian gefunden wurde. Und der Anwohner übergibt denen auch die Sachen. Es fehlt Christians Portemonnaie. Alle Karten, die er sonst drin hat, lagen auf der Brücke unter der Jacke. Nur seine EC-Karte fehlt und außerdem ist sein schwarzes iPhone 7 nicht dabei. Sowohl dem Anwohner als auch den Eltern kommt der Fund seiner Jacke und seiner Dokumente merkwürdig vor. Das wirkt fingiert. So, als wären seine Sachen regelrecht zur Schau gestellt und abgelegt worden, sodass man sie findet. Und noch auf der Fußgängerbrücke alarmieren sie die Polizei, denn sie vermuten das Schlimmste. Christians Mutter schließt einen Suizid vom ersten Moment an aus. In einem Interview sagt sie, Zitat, wer zieht seine Jacke aus und sortiert seine Karten, bevor er Selbstmord begeht? Und wählt man dafür eine Brücke, die nicht besonders hoch ist, wenn nebenan die Bahnlinie verläuft und es in nächster Nähe steile Felswände gibt? Christians Vater schließt seinen Suizid ebenfalls aus und auch ein Untertauchen wirkt unwahrscheinlich, schließlich sind ja auch sein Personalausweis und seine Krankenkassenkarte unter den Fundsachen. Die Polizei nimmt zwar das Verschwinden von Christian Morgenstern auf, allerdings gehen sie jetzt nicht von einem Verbrechen aus und das hat den verheerenden Fehler, dass die Spurensicherung nicht die Brücke untersucht. Bis heute weiß niemand, ob es Blutspuren, Fingerabdrücke oder andere Spuren, vielleicht eines Sprungs am Brückengeländer gibt. Christians Mutter versichert der Polizei, dass es keinerlei Hinweise auf einen Suizid gibt. Der 20-Jährige ist nicht depressiv und war auch in den vergangenen Tagen gewohnt fröhlich. Nur ein einschneidendes Erlebnis gab es in der Vergangenheit, das ihn immer noch beschäftigt. Und zwar ein Freund von Christian wurde im August 2018 bei einem Autounfall getötet und der Täter beging Fahrerflucht und wurde nicht gefasst.
Die Polizei veranlasst eine Ortung seines Handys und der letzte Standort seines Handys ist um 4.21 Uhr in einem Funkmasten, der die Brücke abdeckt. Eine Funkzellenabfrage veranlassen sie allerdings nicht. Damit hätten alle Handys, die zu dieser Zeit im Funkmast eingewählt waren, geprüft werden können. Und eine Funkzellenabfrage kann allerdings auch nur durch einen richterlichen Beschluss genehmigt werden. Und wenn der Verdacht einer Straftat vorliegt. Und davon ging die Polizei nicht aus. Um 20.15 Uhr am 1. Januar 2019 schreibt Christians Mutter ihrem Sohn dann noch eine WhatsApp-Nachricht. Zitat: Wir sind in großer Sorge um dich. Egal was ist, wir sind für dich da. Wir bitten und beten, dass du lebst. In Liebe, deine Mutter. Eine Antwort erhält sie darauf nicht. Anfang Januar sucht die Polizei die Mulde und das Gebiet darum nach Christian Morgenstern ab. Und Polizeiboote mit Sonargeräten sind auf dem Fluss unterwegs, Hubschrauber, Taucher und Spürhunde suchen alles ab. Und Christians Eltern drucken 2000 Suchplakate und hängen sie überall in Leisnig auf. Die Polizei vermutet trotzdem weiterhin einen Suizid oder einen Unfall. Seine Familie und Freunde schließen allerdings einen Selbstmord komplett aus. Sie denken darüber nach, ob Christian vielleicht irgendwo festgehalten wird, ob ihm K.O.-Tropfen verabreicht wurden oder ob nicht sogar Organhandel im Spiel ist. Und Christians PC wird untersucht, noch dort findet die Familie nichts, was auf einen Suizid hindeutet oder ein Abtauchen erklären würde. Sein Browserverlauf, seine Dokumente und Mails werden durchsucht und nichts deutet darauf hin, dass sich Christian vor seinem Verschwinden mit Selbstmord befasst hat. Am 7. Januar stellt die Familie Morgenstern erneut eine Anzeige bei der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Chemnitz ist zwar immer noch nicht davon überzeugt, dass wirklich eine Straftat vorliegt, allerdings werden die Vorermittlungen durchgeführt und die Kripo wird auf den Fall angesetzt. Und diese finden Mitte Januar dann auch einen interessanten Hinweis. Sie ermitteln bei der Bank von Christians Konto und dort stellen sie fest, dass von den 10.500 Euro, die er 2016 von seinen Eltern bekam, nur noch 1,30 Euro drauf sind. Jeden Monat überweisen seine Eltern ihm auch Geld und sie verwundert es sehr, wo das ganze Geld ist, weil Christian eigentlich sparsam ist. Und wann das Geld abgehoben wurde oder wofür es ausgegeben wurde, ist allerdings öffentlich nicht bekannt. Auf der Rechnung von Christians Handy sieht sein Vater, dass es am 1. Januar 2019 um 7.32 Uhr noch eine Datenverbindung gab. Und das bedeutet, dass das Handy um diese Uhrzeit noch intakt gewesen sein musste. Also, wenn er sich wirklich von der Brücke in den Tod gestürzt hätte, wäre auch sein Handy kaputt gewesen. Aber wo war Christian am Morgen des 1. Januars? Oder hat jemand sein Handy in Besitz genommen? Mitte Januar taucht dann außerdem ein Überwachungsvideo von einem Supermarktplatz auf. Und dort geht ein junger Mann um 4.05 Uhr über den Parkplatz und erhält sein Handy in der linken Hand und es ist eingeschaltet, was man am hellen Display sieht. Und Christians Eltern sind davon überzeugt, dass das Überwachungsvideo ihren verschwundenen Sohn zeigt. Es stützt außerdem die Theorie, dass Christian am Neujahrsmorgen gegen 4 Uhr die Tasche bei seinen Eltern abstellte und nicht vorhatte, zur Fischerdorfer Brücke zu gehen, sondern zum Supermarktparkplatz, der als beliebter Treffpunkt gilt. Sein Vater sagt dazu, Zitat: Das Gartentor auf der hinteren Grundstücksseite stand offen. Wir alle nutzen diesen kürzesten Weg über eine Gasse bis zum Rewe-Markt. Er dauert 3 bis 4 Minuten. Aber diesen Weg sucht die Polizei mit den Spürhunden nicht ab. Sie gehen nur die Strecke vom Haus der Eltern zur Fischerdorfer Brücke ab. Am 6. Februar 2019 wird schließlich aus der zermürbenden Ungewissheit grausame Realität. Taucher finden die Leiche von Christian Morgenstern. Er treibt bäuchlings im Wasser, ca. 15 Kilometer flussabwärts von Leisnig. Sein Leichnam hat sich in Ästen verkeilt. Und am nächsten Tag erfahren seine Eltern von diesem schrecklichen Fund. Und bei sich hat Christian sein Handy, sein Portemonnaie und seine EC-Karte. Sein Handy. Sein Portemonnaie und seine EC-Karte sind bis heute nicht aufgetaucht. Für die Polizei bestätigt der Fund ihre Theorie, Christian soll Suizid begangen haben. Und den Todeszeitraum schätzt die Rechtsmedizin auf den 1. bis 2. Januar,
also was auch den Zeitraum seines Verschwindens abdeckt. Und Christian hat nur wenig Alkohol im Blut und keine Drogen genommen, außerdem finden sie bei der Obduktion keinen Hinweis auf Fremdeinwirkung. Doch genau das ist es, was Christians Eltern merkwürdig vorkommt. Wie kann es sein, dass ihr Sohn von einer 7,30 Meter hohen Brücke in ca. 2,40 Meter tiefes Wasser gesprungen ist, ohne eine einzige Verletzung? Hätte er nicht mindestens Abschürfungen oder Hämatome haben müssen, wenn nicht sogar Knochenbrüche? Und zumal sein Körper, wenn man von der Brücke dann als Ausgangspunkt ausgeht, 15 Kilometer im Wasser trieb, in dem Steine und Äste nach nur wenigen Metern jemanden verletzen würden. Wie kann es außerdem sein, dass Christian erst einen Monat nach seinem Verschwinden gefunden wird? Warum fand man ihn nicht bei der Suche Anfang Januar? Wie konnte seine Leiche 15 Kilometer flussabwärts treiben, obwohl Hubschrauber und Spürhunde nach dem 20-Jährigen suchten? Ist die Brücke vielleicht gar nicht der Ort, an dem Christian in die Mulde sprang? Oder sprang Christian gar nicht freiwillig in den Fluss? Wurde seine Leiche vielleicht dort reingeworfen? Wie konnte es überhaupt sein, dass sein Handy gegen 7 Uhr am Neujahrsmorgen noch Empfang hatte, wenn er angeblich in der Nacht von der Brücke in den Tod stürzte? Aber bei der Untersuchung seines Handys kommen noch mehr Rätsel auf. Anhand von Christians Ersatz-SIM-Karte können ältere Nachrichten wiederhergestellt werden und mit einem Bekannten tauschte er zahlreiche Nachrichten aus, die darauf hindeuten, dass er Marihuana von ihm kaufte. Und sie schrieben zwischen 2015 und 2016 in unregelmäßigen Abständen über 10-Euro-Programm und super krassem Zeug für Achterkurs und sie unterhalten sich allerdings auch über weitere Abnehmer. Christians Schwester bestätigt, dass ihr Bruder gelegentlich gekifft hat, aber mit dem Beginn seines Studiums aufhörte. Und seine Eltern fragen sich seitdem, ob Christian vielleicht bezüglich Drogen in etwas hineingeraten ist. Die Nachrichten deuten allerdings eher nur auf Eigenbedarf hin. Ob die Ermittlungen in Richtung Drogen vorgenommen wurden, weiß seine Familie bis heute allerdings nicht. Die Polizei äußert sich nicht. Anfang März findet dann die Trauerfeier von Christian Morgenstern mit 400 Gästen statt und sie alle fragen sich, was dem 20-Jährigen in der Silvesternacht passierte. Ein Unfall oder doch Mord? Und von Suizid geht keiner seiner Verwandten, Freunde oder Bekannten aus. Und als Christians Eltern über ihren Anwalt endlich Einsicht in die Polizeiakten bekommen, scheint der Tod ihres Sohnes nur noch mysteriöser zu werden. Wie die Kripo immer noch von einem Suizid oder einem Unfall ausgehen kann und keiner Tat, bei der mindestens eine weitere Person involviert ist, ist ihnen schleierhaft. Am 1. Januar 2019 um kurz nach 10 Uhr versucht jemand zweimal, Christians Apple-Account zurückzusetzen und Zugriff auf das gesamte Handy zu bekommen. Er scheitert allerdings dabei. Außerdem stellt die Polizei fest, dass sich sein Handy am 2. und am 7. Januar in das WLAN im Haus der Eltern eingeloggt hat. Wie kann das sein? Christians Vater testet, wie weit das WLAN der Familie reicht und in der Einfahrt bricht es ab. Derjenige, der zu diesem Zeitpunkt das Handy seines Sohnes hatte, musste direkt vor dem Haus der Familie gestanden haben. Aber wie kann es überhaupt sein, dass Christians Handy am 7. Januar noch genutzt wurde, als er bereits seit einer Woche vermisst galt? Wie konnte das Handy bei der Leiche gefunden werden, wenn Christian laut der Polizei in der Nacht vom 31. auf den 1. Januar dann von der Brücke sprang? Lebte Christian doch noch bis zum 7. Januar oder hat jemand bis zu diesem Tag sein Handy? Wie kam es dann zu Christians Leiche? Oder hat jemand einem Toten sein Handy gestohlen und es dann wieder zurück zur Leiche gebracht? Wenn ja, wie sollte das gehen, wenn er an einem Fluss trieb? Wer war derjenige, der am 2. und am 7. vor dem Haus der Familie war und warum war er mit Christians Handy dort? War er absichtlich vor dem Haus der Morgensterns und versuchte er mit Hilfe des WLANs Nachrichten von Christians Handy abzufangen? Wie kann seine Jacke, die auf der Brücke gefunden wurde, so trocken sein, obwohl es am Neujahrsmorgen stark geregnet hat? Auf all diese Fragen hat Christians Familie bis heute keine Antworten. Und trotz der zahlreichen Ungereimtheiten und Rätsel bleibt die Polizei bei der Theorie, Christian Morgenstern hat Suizid begangen.
Die einzige Hoffnung ist, was die Familie heute noch hat, ist, dass eines Tages das Handy, was Christian bei sich hatte, von Spezialisten nochmal untersucht wird. Sie sind die einzigen, die die neueren Nachrichten und WhatsApp-Verläufe von Christian wiederherstellen können. Möglicherweise finden sie in den Nachrichten rund um Silvester einen Hinweis, was mit Christian passiert ist. Hat er vielleicht in der Silvesternacht eine Nachricht bekommen, weshalb er überstürzt von der Party ging? Bis dahin versucht die Familie, das Medieninteresse am Tod von Christian Morgenstern hochzuhalten. Denn nur so kann der Druck auf die Polizei gesteigert werden, um den Fall dann als Mord einzustufen.